Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Wir machen eine neue Karriere. Wir sind jetzt Unternehmer, habe ich gerade ein Abzeichen dafür bekommen. Was machen wir als nächstes? Ich möchte nach oben. So, wir haben jetzt hier 9 von 9. Finde ich toll, hier leicht. Es wird schwerer. So, ein neues Szenario starten, der große Baum. Ja. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Es sieht aus wie so ein Prinzessin-Level. Und ich habe vor, jetzt diese ganzen Karriere-Dinger zu spielen. Weil ich denke, da ist noch mehr die Challenge dabei und ich lerne vielleicht mal das Spiel. Ob das wirklich so ist? Ich vermute es eher weniger. Ja, aber das ist jetzt noch leicht und es wird jetzt alles ja schwerer. Ganz leichten Level haben wir jetzt leider schon hinter uns und die war schon schwer genug. Traurig. Okay, riesiger Baum. Okay, wir sind hier... Hier ist ein großer Baum. Ende. Ende des... Eine Szeneriebewertung. Gewinn. Oh Gott. Okay. Ich bin dafür, dass wir jetzt das erste Mal so ein kleines Fahrgeschäft bauen. Oder können wir uns eine Achterbahn leisten? Eine Achterbahn, wenn du gleich am Anfang halt eine baust, hast du halt eine Achterbahn. Okay, nee. Sieht halt schlecht aus. Schienenfahrgeschäft wahrscheinlich auch nicht. Na doch. Ah, das ist irgendwie knapp. Ich mache hier so Fahrgeschäft. Da fort. Eingang platzieren. Und zwar hier hinten. Dass man einmal schön rumgeht. Und Ausgang. Immer so. Eingang mit Weg. So schön anschließen, dass wir da noch Läden hinbekommen. Okay. Dann kann man das Ganze auch öffnen. Ausgang. Und Szenerie. Ein paar Läden. Ja, die sind nötig und trotzdem erreicht man dadurch ja viel. So, Burgerbuden, was haben wir denn hier? Hier so ein schönes Märchendorf, Burgerbude. Das ist doch ganz schön. Vor allem so schöne 2 Eingänge. So noch ein Getränkeladen daneben. So, wunderschön. Wie viel hat das jetzt an Szenerie? 41 ist nicht viel. Aber wir können da ja noch mehr hinbauen. Souvenirläden zum Beispiel. Hier einmal so ein Märchendings. Ich glaube, das bringt recht viel. Ja. Und wie viel haben wir? 60. Immer noch nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Und hier sollten echt langsam mal Leute hinkommen. Ja, da drüben steht ja auch so ein... Ein Magic Wheel mit so einer coolen zaubernden Typi drauf. Voll geil. Ja. Aber das ist schon krass angelegt hier. Dann machen wir einfach als Szenerie noch so coole Sachen hin. Ja, wenn die Szenerie sich bitte öffnen könnte. Danke, Szenerie. Ich möchte nicht Weg-Extras, Requisiten. Animatronik. Ein Hexenhaus. Komm, ich möchte ein Hexenhaus. Gib mir das. Hat das da irgendwo Platz? Hier hat das Platz. Und so ein Ritter. Und so eine sich drehende Hexe da oben am Dach. Ich glaube, das bringt's. 82. Bisschen noch. Ich baue doch die schönsten Achterbahnen. Der schönste Verzierung. Oh, noch so eine zaubernde Hexe. Ist da geflohen aus dem Hexenschloss. 90. Ach ja, da können wir gleich mal den Preis erhöhen. 8,50. 16. So. Dann noch nicht Läden.
Ich möchte wieder Requisiten. So zaubernde Hexe haben wir jetzt halt auch schon. So ein wachsamer Ritter vielleicht. So ein rotierendes Wasserding, so ein nahen Ritter kommen. Das muss doch reichen. Jetzt ist doch die Szenerie hier perfekt. 95, fick dich doch. Ja. Ich sag doch, die Szenerie ist dann perfekt. Jetzt machen wir ein bisschen Speedrun, dass Geld reinkommt. Ja, die gehen alle halt zu den Läden hin, das ist halt auch eine Möglichkeit. Wie sieht's denn aus mit meinen Zielen? Ich soll einen monatlichen Gewinn erreichen. Sieht mir mehr nach einem Verlust aus. Kann ich Darlehen aufnehmen? Oh, ich wünsche, es gäbe hier mehr Fahrgeschäfte. Ich habe ein wunderschönes Fahrgeschäft gebaut. Hier, Darlehen, kann ich was aufnehmen? 10.000. 2% Zinsen, das hört sich gut an. Ist ein bisschen slower. Dann bauen wir hier einfach mal so eine fette Achterbahn, dann würde ich mal sagen. Machen wir Rebell oder High Seas? Komm, machen wir das hier. Und noch ein bisschen hoch. Eingang platzieren. Ausgang platzieren. Eingang mit Weg verbinden. Zwar möchte ich, dass der Eingang nach unten geht. So, einmal das da schon mal fertig, dann können wir schon mal den Test starten. So, und hier noch einen Weg hin, dass wir auch wieder rauskommen. Nein, da möchte ich dann wieder gerade werden. Gerade habe ich gesagt. Okay. Ja, teste mal ein bisschen schneller. Ja, die schießt da schön vor. Ist geöffnet. So, dann kann man ja hier noch ein paar Toiletten oder so hinbauen. Wir haben keine Toiletten. Geldautomaten. Irgendwas. Parkeingang. Komme ich jetzt nicht so wirklich mit klar. Komm auch in so ein karibisches Personalgebäude. Besser ist nichts. Dass unser Personal auch chillen kann. Ja gut. Können wir dann gleich die Kapazität erhöhen. Okay. Achso, da können die Leute gar nicht kündigen. Können wir hier nochmal so trinken oder Essen hinmachen? Hier diesen schönen fetten. Aber wir können es ja schon mal teurer machen und zwar auf 17 Dollar. Szenerie. Oh, ich möchte so einen fressenden Drachen, so einen fetten einfach. So, das müsste doch Wunder bewirken.
82, ja, so viel hat das jetzt leider nicht bewirkt. Aber wir sehen uns dann das nächste Mal bei Blendkurser. Bis dahin, tschüss.